Da bin ich aber gespannt jetzt. Wenn Herr Danzer seine Schuhe putzt, Herr Danzer seine Schuhe, geht das ohne Schuh. Die Innenseite einer Bananenschale. Ach, die haben's nötig. Die haben's nötig. Herr Danzer ist ein Virtuose in der strengen Kunst des. So macht man das. Und dann glänzt es wunderbar. Seine Frau kennt das schon. Da können die Schuhcreme in Zukunft sparen. Ich hab wieder was gespart. Wir unternehmen eine Expedition durchs sparsame Deutschland und treffen Knicker, Knauser und Knicker. Es ist geiz, ich spare, weil ich so erzogen es ist ein bin. Wir treffen Leute, die sorgsam mit Geld und Ressourcen umgehen. Kann man mit dem Ohrenschmalz zum Beispiel noch ein Ohrenschmalz entfetten? Wenn man rechtzeitig anfängt und kontinuierlich spart, kann man früher aufhören, kontinuierlich. Der Schuppen hinten, der ist auch noch voll. Wenn Peter Danzer in Nürnberg einkaufen geht Peter Danzer in Nürnberg einkaufen, lässt er die Sonderangebote der Schnäppchenmärkte meistens leer und steuert lieber die echten Geheimtipps für Sparbrötchen an. Herr Danzer kennt einen Laden, in dem es ausschließlich Backwaren vom Vortag gibt. Der Besitzer war arbeitslos, bis er auf die Idee kam, Arbeitslosen einer Brotfabrik ihre tägliche Überproduktion super günstig abzukaufen. Nun hat Nürnberg einen Arbeitslosen und Herr Danzer bekommt alles für einen Euro. So, bitteschön. Krustenbrot. Ja, kräftiges ja. Brot. Noch ein paar Schnecken, die mag Frau Danzer so gern. 12 Bäckle im Säckle. Brötchen, ja genau. Ja. 12 Bäckle im Säckle. Und dann... Das ist noch mit Stimmen. Das hintere. Noch. Krustenbrot. Das da? Nein, das da. Ja, kräftiges Brot ja. Mit schöner Rinde. Genau, das brauchen wir. Eine Schnecke und eine ja, genau, hervorragend. Jawohl. Wunderbar. Drei Teile, drei also, Euro. Ich bin immer wieder begeistert. Drei Teile, drei also, Euro. Ja. Weil ich sage, man kann wirklich sparen. Drei Teile, drei Euro. Und schmeckt lecker. Also, gut. Ne? Drei Teile, drei Euro. Die Leute, die frisch kaufen, sind selber schuld. Ja. Muss ich sagen. Bitte. Vergesst das Teelicht. Oh ja. Mit den Teelichtern hat es bei den Danzers eine besondere Bewandtnis. Warum ist das im Kühlschrank, Herr Danzer? Teelichter halten doppelt so lang, wenn man sie vorher einfriert. Herr Danzer hat 4 Jahre in der Buchhaltung beim Unternehmen Nürnberg gearbeitet. Während die einst superreichen Unternehmen Eigentümer jetzt Geldsorgen haben, können die Danzers heute erleben. Danke. Herr Danzer weiß, wie viel Herr Danzer er seiner Erziehung zur Sparsamkeit zu verdanken hat. Also mein Großvater war ein Schwabe. Und ich muss dazu sagen, mein Großvater, Schwaben sind geizig, die sind geizig. Und eines muss ich sagen, wir sind wirklich dankbar, dass unsere Eltern uns das Geiz gelernt haben. Die leckeren Schnecken für einen Euro werden halbiert. Eingefroren, aber noch einmal. Wirklich lecker. Da kaufen wir jetzt immer einen. Vom Vortag, merkt man. So, das ist schon fast gar. Da kann man auch sparen. Das fülle ich jetzt nochmal auf. Und schaut mal wieder frische Seife. Das kann man ein paar Mal machen. Und da, wunderbar, das ist immer noch Seife dran. Da ist richtig Schaum. Umso mehr man verdünnt, umso besser wird's. So. Tipps wie diesen findet Herr Danzer vor allem im Internet. Hier wimmelt es nur so von Webseiten, die das Leben billiger machen. Na toll. Keine Apothekenumschau holen, sondern in der Apotheke die Fernsehzeitung kaufen. Hier ist das ganze Fernsehprogramm in der Übersicht vorhanden und es kostet. Das müssen wir doch gleich mal probieren.